Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank original aus einem T2, also einem VW-Bus T2. Und zwar ist das ein Westfalia-Ausbau mit einem Original-Absorber-Kühlschrank. Wir sehen hier den Absorber, der ist aber seitlich angebaut, das ist ein Sonderbau, aber auch beim diesem Absorber müssen wir immer das schöne Gefälle haben. Wir haben hier den Gasanschluss, wir haben den Gasthermostaten, beziehungsweise das ist kein Thermostat, doch das ist ein Thermostat. Wir haben die Zündeinrichtung und 12 und 230 Volt und den Thermostaten für das 230 Volt, 12 Volt läuft dieser direkt. Jetzt bei diesem Kühlschrank, der ist schon ein bisschen älter, da ist das Kühlaggregat, das Absorberkühlaggregat bringt einfach die Leistung nicht mehr. Und wir sehen, hier ist dieser Kühler. Dieser ist hier durch die Wand reingeschoben. Und der Kunde will jetzt hier einen neuen Kühlschrank. Irgendwas zu finden, was genau hier reinpasst, wird schwierig. Wir nehmen jetzt das Kühlaggregat raus und setzen ein Kompressorkühlsystem rein. Wir haben hier eine Verdampferplatte, die kommt dann hier rein, also umgekehrt so, in den Kühlschrank ein bisschen distanziert. Es gibt einen neuen Thermostaten, der kommt hier oben und dann gibt es einen neuen Kompressor. Dieses Aggregat hier, das ist ein Sekop Nano. Wir haben erst Muster, aber wir verbauen jetzt hier, weil der Kunde hat Zeit, einen solchen Kompressor Nano, aber nicht auf dieser Grundplatte, sondern auf einem Winkel und schrauben den dann hier an diese Wand. Und so haben wir ein Kompressor-Kühlbox. Die Box ist noch alt, das Kühlsystem ist wirklich das, was das Neueste, was es gibt auf dem Weltmarkt mit diesem kleinen Kompressor. Es gibt dann hier auch mehr Platz im Kühlschrank. Und so haben wir ein VW-Bus T2 mit solch einem neuen Kühlbox. Wenn ihr solche alten Geräte habt, wir reparieren die. Kostenpunkt. Das kostet jetzt 750 Schweizer Franken, wenn wir das so einbauen. Nur wir wissen natürlich, wir haben hier genau das Maß, was schon drin war. Hier verlinke ich euch einen anderen VW-Bus und hier unten noch einen neueren VW-Bus. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.